Wir haben in all unseren Gebäuden das Konzept, in die Zukunft zu denken. Und diese Zukunft bietet eine Reihe von Möglichkeiten, aber hat auch sehr viele Herausforderungen in sich. Der Klimawandel ist eine dieser größten Herausforderungen und wir müssen unsere Gebäude so errichten, dass sie für einen langen Zeitraum auch tatsächlich nutzbar sind. Heißt auch, dass die Flexibilität in Gebäuden erhöht werden muss. Heißt auch, dass wir Zwischennutzungen für unsere Gebäude auch jetzt schon vorsehen. Da wir sehr viele Gebäude haben und auch große Gebäudekomplexe haben, sind natürlich die Entwicklungszeiten für Neunutzungen durchaus länger anzusetzen. Und in diesen längeren Perioden, wo keine Nutzung vorhanden ist, suchen wir Zwischennutzungen. Und da bieten wir vielen Stakeholdern Räume an, um diese in dieser Zwischenzeit auch tatsächlich sinnvoll weiter zu betreiben. Und ob das jetzt ist eine soziale Einrichtung oder ob das ist Künstlerinnen und Künstler, die Räume sind da und sollen genutzt werden. Und das ist unser Anliegen. Ich glaube, zusammenkommen und voneinander zu lernen ist enorm wichtig. Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Man kann sich auch von den anderen ein Stück weit abschauen, was gut ist, was tauglich ist, was zukunftsweisend ist. Und dafür sind Kongresse und insbesondere der IG-Lebenszyklus-Kongress sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, je mehr Leute kommen, je mehr Leute dort sich austauschen und kommunizieren, desto besser ist es für die gesamte Immobilienwirtschaft.